Hallihallo, heute ein Video von Kubuntu. Ich habe da nämlich was mit meiner Ex. Hä? Die ist fett. Nee, es geht um Ex. Fett. Problem war folgendes. Ich habe da so eine Videokamera schon seit 2012 gerne in Benutzung. Ja, von Sony. Und meine SD-Karte darin war defekt. Normalerweise habe ich meine Videos aufgenommen oder meinen Sound und da konnte ich hier eine SD-Karte immer rausnehmen. War defekt und habe ich mich gefragt, warum muss ich eigentlich hier immer diese SD-Karte nehmen? Muss ich eigentlich gar nicht bei dem Gerät. Gut, wer das Gerät nicht hatte, der kommt später auch nochmal zu Genuss. Habe ich mir überlegt, wieso habe ich das damals so? Ne? Das Ding hat doch auch USB-Anschluss. USB-Anschluss, ja wunderbar, damit müsste ich doch eigentlich einfach so anstecken an mein USB und schon hätte ich das hier auf meinem Monitor, den ihr seht. Ne? Nee, war eben nicht so, ne? Zumindest 2012 bin ich noch nicht auf die Fantasie gekommen. So, was passiert? Ich schließe mal an USB, an USB angeschlossen. So, ja, ist jetzt an USB dran. Und dann mache ich mal die Klappe auf, dann am besten so, dass ihr das auch sehen könnt. So, und dadurch wird dann der Anschluss aktiv quasi. Ich kriege hier zwei Optionen, kriege ich das hier ins Bild? Wahrscheinlich nicht. Aber egal. Ja. So, ein bisschen drehen. So, ich bekomme hier auf dem Kopf stehen zwei Optionen. USB-Anschluss oder Disk brennen. Ja, USB-Anschluss oder Disk brennen. Ja, USB-Anschluss, das wäre jetzt quasi die Option für diejenigen, die jetzt Windows haben oder Mac. Die drücken da drauf und dann ist gut. Bis ich dann mal gemerkt habe, es gibt auch eine Linux-Option hier. Ne? Das ist hier in dem Fall verwirrend. Das heißt nämlich dann hier Disk brennen. Ne? Das ist dann so, als ob man es einfach so als USB ansteckt. So. So, lösen Sie das nicht, das USB-Kabel, und beschädigen Sie nicht und wie auch immer. Gut, der entsprechende USB-Anschluss sollte dann entsprechend sich öffnen. Es kommt dann aber hier eine Fehlermeldung, weil wir dann nicht das Exfet-File-System haben. Deshalb geht das hier nicht. Nein, das ist, ich mache jetzt mal Dolphin auf. Das entsprechende Wechselmedium hätte ich hier. Aber, ne, ist ein Fehler aufgetreten, ne? Error Mounting SDB 1, das ist jetzt mein Gerätchen, Exfet, ne? Exfet, die Ex ist fett, haben wir nicht. Also, der Trick bei der ganzen Nummer ist der, wir brauchen Exfet. So, machen wir Klappe zu. Jetzt löse ich das nochmal, sicherheitshalber. Wir müssen mich vorher dann noch vor ja, was tun. Machen wir am besten mal im Terminal. So, können wir sehen? Ich hoffe ja. Wir installieren mit sudo apt-get install exfet, deshalb ist die exofet, minus fuse, ne, weil ihr total konfus seid. Also sudo apt-get install exfet fuse. Gleichzeitig sollte sich noch exfet-utils hier einfinden. So, jetzt mal Passwort mal eben 1, 2, 3, 4. So. Wie ihr auch seht, ne, falls nicht automatisch ne, zusätzlich installiert, dann kommt auch noch das dazu. Das Ganze beantworten mit Ja oder auf Englisch mit Y. Ja, einfach Enter drücken geht auch, denn das Ja war bereits gehighlightet. Der Neustart, das hat jetzt eigentlich so nichts zu tun. Ich habe nämlich vorhin ein Update gemacht und ich müsste eigentlich mal neu starten. Jetzt gucken wir mal, ob wir auf dieses konfuse System von der X, ne, dieser Fett ist, zugreifen können. Nochmal USB-Stick dran. So, jetzt macht man am besten mal die Klappe von dem Ding auf. Ne? Also ich halte jetzt am besten mal meine selbige und wieder gehe ich hier, sieht man das wieder mal nicht, auf Disk brennen, Disk brennen. Auf das Knöpfchen müssen wir drücken. Ich muss hier über das Ding schielen. Ich kann das nicht so genau treffen. So, Mass Storage. Normalerweise poppt hier unter Kubuntu auch was auf direkt. Aber da ich das vorhin schon mal getestet habe, kann ich das hier auch über den Dolphin dann testen. Und jetzt sollten wir das Wechselmedium sehen. Seht ihr? Wir sehen alles. MP Root. Ne? Das ist jetzt quasi für die MP4-Dateien der Basisordner
und darin gibt es noch Unterordner und darin finde ich dann meine MPEG-Dateien oder MP4 oder je nachdem, was ich in der Kamera eingestellt habe. So, die X-FAT finde ich gut. Ich brauche also an meiner Videokamera zukünftig nicht mehr die SD-Karte immer rein und raus stecken. Die wird jetzt schön geschont. Ich kann den Deckel zulassen, kann meinen USB benutzen, meinen USB-Anschluss mit X-FAT und dann ist das gut. Ich hoffe, ihr mit Golden Zahn. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.